Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Naas für die Fraktion Freie Demokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute über zwei Gesetzentwürfe zum hessischen Vergaberecht. Beide sind von der Koalition abgelehnt worden. Wir finden, einer zu Recht und einer zu Unrecht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon gesagt worden, hier treffen zwei Welten aufeinander. Und wenn Sie sich die Überschriften dieser Gesetzentwürfe einfach mal vor Augen führen, dann zeigt sich da schon, wohin die Richtung geht. Der Gesetzentwurf der SPD heißt Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards, steht für Sie auch im Vordergrund. Und unser Gesetzentwurf heißt Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs und Abbau von Bürokratie. Damit sind die wesentlichen Punkte an sich genannt. Denn der Gesetzentwurf der SPD ist ein Bürokratiesteigerungsgesetz par excellence, Frau Barth. Es ist Ihnen nichts zu teuer. Es gibt einen eigenen hessischen Mindestlohn. Es gibt mehr politische Vorgaben. Es gibt weniger Wettbewerb. Es gibt natürlich mehr Nachweispflichten, Kontrollen noch und nöcher. Wie wäre es, wenn Sie mal die bestehenden Kontrollmöglichkeiten ausschöpfen? Das wäre vielleicht wichtiger. Und dann geht es natürlich munter weiter bis hin zu Eingriffen in die Grundrechte. Die Frau Kollegin Barth will ja im Notfall sogar Wohnungen durchsuchen, um dort nach Akten zu fahren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich muss es Ihnen sagen, ich kann es, Frau Barth, ich kann es Ihnen auch vorlesen bei den erforderlichen Untersuchungen ohne richterliche Anordnung und so weiter. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung heißt es bei Ihnen in § 20, wird insoweit eingeschränkt. Müssen Sie Ihren Gesetzentwurf, ich weiß nicht, wo Sie den herhaben, aus dem Altpapier der LINKEN, aber den müssten Sie dann mal lesen, weil wir darüber nämlich immer streiten, auch schon im Ausschuss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen nicht mehr Misstrauen, sondern weniger Misstrauen den Handwerkern und den Gewerbetreibenden gegenüber. Wir brauchen auch nicht mehr Bürokratie, sondern in diesen Stunden weniger Bürokratie. Und deswegen, der Kollege Kasseck hat das richtig gesagt, brauchen wir eine Änderung im hessischen Vergabegesetz, und zwar, um das Verfahren zu erleichtern und den Wettbewerb zu stärken. Deswegen haben wir Freie Demokraten dazu vier konstruktive Vorschläge gemacht. Erstens. Wir wollen die Freigrenzen von 10.000 auf 20.000 erhöhen, weil wir denken, dass dort in diesem geringen Bereich sehr schnell gehandelt werden muss, unbürokratisch gehandelt werden muss. Und da muss es eben auch eine zeitgemäße Freigrenze geben. Zweitens. Wir wollen die Abschaffung der vergabefremden Kriterien, weil es für die Vergabe irrelevant ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ob der Geschäftsführer seinen Mitarbeitern zu Weihnachten Weihnachtskarten schreibt. Das ist für die Vergabe irrelevant, weil es irrelevant ist, ob am Kaffeeautomaten in der Kantine fair gehandelter Kaffee zum Einsatz kommt. Und natürlich auch relativ uninteressant für die Vergabe ist, ob Sie Ökowein auf Ihre Betriebsfeier ausschenken oder nicht. Und ich sage es sehr deutlich, es ist für die Vergabe auch irrelevant, ob der Betrieb ausbildet oder nicht. Das ist ein wichtiges Ziel. Das müssen Sie nur an anderer Stelle klären und an anderer Stelle fördern und nicht im Vergaberecht. Weil sonst schaffen Sie mit immer mehr politischen Vorgaben ein Bürokratiemonster, wie Sie es vorgelegt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Wir haben als Drittes vorgeschlagen, die Digitalisierung hier in das Vergabeverfahren einzubringen, und zwar als freiwilliges Angebot. Und viertens. Wir wollen eine Verkürzung der Zahlungsfristen für die öffentliche Hand auf 2 Wochen. Ich glaube, das ist bei der fehlenden Liquidität der hessischen Unternehmen. Die November- und Dezemberhilfe, sage ich mal, an dieser Stelle ist ja auch noch nicht vollständig ausgezahlt. Dringend notwendig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Anhörung hat uns Recht gegeben. Ich interpretiere die Anhörung ganz anders als Sie, Kollege Hoffmann. Der Städtetag ist auf unserer Seite, der Städte- und Gemeindebund, die Familienunternehmer, die Architekten, die IHK, die VHU. Und demgegenüber gab es ja einen Totalverriss des SPD-Entwurfs. Sie, Frau Kollegin Barth, haben ja Schiffbruch erlitten. Selbst die Gewerkschaft hat ja von einem gemischten Urteil gesprochen. Aber am besten war das Urteil der Stadt Frankfurt und ihres Rechtsamtes. Und das kann ich Ihnen leider nicht vorenthalten. Denn die Stadt Frankfurt schreibt, zusammenfassend bleibt festzustellen,
dass es sich bei dem SPD-Entwurf um einen schwerfälligen, unausgereiften Gesetzentwurf handelt, der über wenige gute Ansätze verfügt. Der Gesetzentwurf scheint in Anlehnung an einen Gesetzentwurf der Linken aus dem Jahre 2017 mit heißer Nadel und ohne fundierte vergaberechtliche Beratungen erstellt. So, und Kollege Hoffmann, jetzt haben Sie natürlich den nächsten Satz nicht zitiert, hätte ich an Ihrer Stelle auch nicht, aber ich lese ihn dann doch noch einmal vor. Der nächste Satz behandelt nämlich den Gesetzentwurf der SPD und da schreibt das der FDP, nämlich unsere, und da schreibt das Rechtsamt der Stadt Frankfurt, der Gesetzentwurf der FDP ist im Ansatz durchweg als positiv und konstruktiv anzusehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da muss ich dann sagen, was haben Sie eigentlich gegen unsere Vorschläge? Ich habe bis heute nichts wirklich Ablehnendes gehört. Kollege Kasseckert sagt jetzt wieder, ja, die Probleme wären in der Tat virulent und Sie kommen irgendwann mal mit einem konkreten Vorschlag. Ich frage mich, wann Sie damit kommen. Die Kollegin Barth hat es ja zu Recht gesagt. Wir warten seit einem Jahr, dass die Regierung mal in die Pötte kommt. Was muss denn eigentlich passieren? Haben wir als Fraktion einen solchen Zugriff auf ein Ministerium oder haben Sie den? Sie von der Koalition, warum nutzen Sie den nicht? Leute sind doch nicht alle im ORP Gießen beschäftigt mit der Auszahlung der November- und Dezemberhilfe, sondern es ist hier jetzt an der Zeit. Wir haben ja sogar noch gewartet auf Ihren Entwurf. Wir wollten ja noch warten. Gut, dass wir das nicht getan haben. Aber irgendwann müssen Sie mal zu Pötte kommen. Und dann müssen Sie auch mal in der Koalition Entscheidungen treffen. Denn ich glaube, es liegt daran, dass Sie sich wahrscheinlich gar nicht einig sind. Anders kann ich mir das nicht erklären. Sie müssen mal Entscheidungen treffen, wie weit Sie die Digitalisierung zulassen wollen, wie weit Sie hier entbürokratisieren wollen, ob die Unterschwellenvergabeverordnung jetzt in Hessen eingeführt wird oder nicht. Ich höre dem Kollegen Kasseckert, der als Einziger darüber spricht, immer aufmerksam zu. Sie müssen an dieser Stelle endlich mal einen Entwurf vorlegen, denn Sie müssen am Ende etwas für den hessischen Mittelstand tun. Der hessische Mittelstand braucht in diesen Tagen einen starken Partner. In der hessischen Landesregierung hat er diesen nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Vorsitzende, Frau Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden heute über zwei neue Anläufe, das hessische Vergabegesetz zu reformieren. Meine Fraktion hat ja in den letzten Jahren auch einige Gesetzentwürfe eingebracht dazu. Und heute reden wir über die Gesetzentwürfe von SPD und FDP, die erwartungsgemäß unterschiedlicher nicht sein könnten. Der SPD-Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung. Auch aus der Anhörung kam das Feedback, dass er nicht weit genug gehe. Aber er geht in die richtige Richtung. Vielen Dank. Die FDP hingegen legt heute einen Gesetzentwurf vor, der das geltende Vergabegesetz noch weiter in seinen sozialen und ökologischen Kriterien entkernen soll. Sie nicken. Und ich muss sagen, als ich jetzt Ihnen zum Abgeordneten Hofmann von den Grünen zugehört habe, da muss ich schon sagen, bin ich ein bisschen zusammengezuckt, dass die Grünen, also zum einen, dass sie ihr eigenes Vergabegesetz so stark kritisieren und das für überfrachtet halten. Das finde ich, ist das gerade nicht. Und ich bin auch überrascht, dass die Grünen die Stellungnahme der VAU zitieren, um gegen den SPD-Gesetzentwurf zu argumentieren. Also ich erinnere mich zumindest noch an Zeiten in diesem Haus, da haben die Grünen noch nicht kritiklos die Position der Unternehmerverbände übernommen. Ist schon eine Weile her. Aber dass Unternehmerverbände sich sehr häufig gegen Tariflöhne, gegen Sozialstandards, aber auch gegen Umweltstandards gewehrt haben und dass Sie das so kritiklos hier vortragen und sich damit ja auch ein Stück weit zu eigen machen, also ich sage mal so, das lässt Schlimmes erahnen für Ihren Gesetzentwurf, wenn er denn vorgelegt wird. Und Sie haben gesagt, man muss in Anhörungen schon zuhören können. Ja, das muss man. Das würde ich mir sehr wünschen, dass das einige besser könnten. Aber man darf eben, es darf auch nicht nur so ein selektives Zuhören sein. Man sollte nicht nur zuhören, was die Unternehmerverbände sagen, sondern man sollte auch den Gewerkschaften zuhören, weil die vertreten sehr viele Menschen in diesem Land, die einen Anspruch auf angemessene Löhne haben, meine Damen und Herren. Und das gültige Vergabegesetz, das von Schwarz-Grün seinerzeit beschlossen wurde, das ist ja
unzureichend. Wir haben in den letzten Jahren hier regelmäßig darüber gesprochen, wie sinnvoll es wäre, wenn sich die öffentliche Hand verpflichten würde, beim Einkauf soziale und ökologische Kriterien wie etwa die Tarifbindung zu achten. Denn natürlich hat die öffentliche Hand eine ganz enorme Marktmacht. Und warum bitte soll denn der Staat Unternehmen mit Aufträgen belohnen, die Sozialstandards und Tariflöhne unterlaufen und die so ökologisch zweifelhaft arbeiten und am Ende die Gesellschaft mehr Geld kosten? Warum bitte soll die öffentliche Hand solche Unternehmen fördern und unterstützen und sie noch mit öffentlichen Aufträgen belohnen? Das gültige schwarz-grüne Vergabegesetz sieht nur völlig unverbindliche Kann-Bestimmungen für ökologische und soziale Kriterien vor und vor allem keinerlei Kontrollen. Und deswegen ist es sehr zu Recht als zahnloser Tiger bezeichnet worden, immer wieder. Und diesem armen, zahnlosen Tiger, dem will die FDP jetzt auch noch die letzte halbe Kralle ziehen. Konkret wollen sie jetzt auch noch die Kann-Bestimmungen streichen und die Freigrenzen erhöhen, unterhalb derer das Gesetz gar nicht greift. Damit schaffen sie faktisch das Vergabegesetz ab, meine Damen und Herren. Ja, und das halten wir für falsch und für unverantwortlich. Ja, also nur der Tiger ohne Zähne und ohne Krallen ist dann halt auch nicht mehr lebensfähig, Herr Dr. Naas. Das ist das. Das halten wir für falsch und für unverantwortlich. Weil ja, die Corona-Krise trifft viele Unternehmen hart und auch deren Beschäftigte. Aber das mindert ja die anderen Krisen nicht, die parallel weiterlaufen. Und wir haben auch eine Klimakrise, die sich zuspitzt. Und wir haben eine Krise der sozialen Gerechtigkeit. Und wir haben humanitäre Krisen in allen Weltteilen. Und deshalb, gerade die soziale Krise droht sich doch durch Corona noch zu verschärfen. Und deshalb ist es notwendig, dass sowohl die Milliarden, die jetzt in die Wirtschaft genutzt werden, auch um einen sozial-ökologischen Umbau einzuleiten, und aber eben das Geld, das der Staat ausgibt für öffentliche Aufträge, dass die eben an soziale und ökologische Waren und Dienstleistungen geknüpft sind. Nicht trotz Corona machen wir das nicht, sondern gerade wegen Corona ist es umso notwendiger, jetzt auf die Einhaltung von Tariflöhnen zu achten, meine Damen und Herren. Also, das Gegenteil von dem, was die FDP fordert, ist dringend notwendig. Die Überarbeitung des Vergaberechts dahingegen, dass der Staat eben hier eine ganz aktive Rolle übernimmt und nur einkauft, was ökologisch und sozial sinnvoll ist. Bei Firmen, die ihre Beschäftigten gut bezahlen und die seriös kalkulieren, auch das haben wir ja immer wieder erlebt, dass Unternehmen mit Dumpingangeboten reingehen und man dann merkt, dass sie eigentlich die Leistungen für diese Preise gar nicht erbringen können. Und so ist eben die Situation immer noch, dass immer noch viel zu oft der Billigste zum Zuge kommt. Und der Billigste ist nicht langfristig der Billigste, wenn es eben soziale Folgekosten hat, wenn die Leute zu niedrige Löhne haben und am Ende muss die Allgemeinheit das aufstocken oder massive ökologische Schäden entstehen. Und deshalb ein gutes Vergabegesetz muss verbindliche Leitplanken setzen und es muss Druck auf den Markt insgesamt ausüben. Weil das ist doch vollkommen klar, wenn öffentliche Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, wenn die Tariflöhne bezahlen und gewisse Standards einhalten, um sie auf öffentliche Aufträge bewerben zu können, ja, dann regelt das insgesamt. Dann werden sie ja auch bei anderen Aufträgen diese Standards einhalten. Und das halte ich für notwendig. Und das, finde ich, ist etwas, wo der Staat eben auch schützen muss. Und weil Sie jetzt dazwischen rufen, alles staatlich, Herr Dr. Naas, ist es nicht auch im Interesse von Unternehmen, die ausbilden, die Tariflöhne zahlen, die seriös kalkulieren und die nicht auf Kosten der Umwelt wirtschaften. Es ist doch auch deren Interesse, dass sie geschützt werden, ja, dass sie geschützt werden von Dumpingkonkurrenz und geschützt werden von Unternehmen, die einen Auftrag annehmen und dann an Sub-Unternehmen vergeben, endlose Lieferketten und am Ende kommen 1,02 € Stundenlohn raus. Das ist zwar rechtswidrig, aber das ist doch die Praxis, die wir hier erleben. Wir hatten doch die Situation, Baustelle in Wiesbaden, 1,02 € Stundenlohn. Das ist Wiesbaden. Ja, und solche Zustände, die muss man doch verhindern. Natürlich ist das gegen alle gerechtlichen Regelungen. Nur wenn man nicht mehr, und das ist ja auch ein Problem des jetzigen schwarz-grünen Vergabegesetzes, dass es überhaupt keine Generalunternehmerhaftung gibt. Das heißt, ein Unternehmer übernimmt den Auftrag, aber er haftet nicht. Er haftet nicht für das, was am Ende eben die Subunternehmer machen. Und das ist ein Problem. Und deswegen haben wir in unserem Gesetzentwurf auch gesagt, wir müssen das begrenzen.
Ja, diese elenden Subunternehmerketten müssen begrenzt werden, weil man es sonst einfach überhaupt nicht kontrollieren kann. Wir brauchen bei den Bauaufträgen die gleiche Regelung wie bei den ÖPNV-Aufträgen. Ein Unternehmen, das sich um einen Auftrag bewirbt, muss versichern, Tariflohn zu zahlen. Ohne Wenn und Aber. Wir brauchen Tariflöhne. Und dort, wo wir aus irgendwelchen Gründen keine Tarifverträge haben, was schon schlimm genug ist, da brauchen wir einen Landesmindestlohn, und zwar als Krücke, weil es da nicht anders geht. Und der gesetzliche Mindestlohn ist gerade in einer Region wie Rhein-Main viel zu niedrig. Der schützt nicht vor Armut. Und deshalb gilt, von Arbeit muss man leben können. Und wir brauchen in einem Land wie Hessen deshalb einen Landesmindestlohn. Das geht. Brauchen Sie gar nicht jetzt zu seufzen, Herr Minister Al-Wazir. Das gibt es. Ach so. Gut, dann nehme ich es so. Das war ein guter Hinweis. Ja, bitte. Also wenn ihr das Plenarende merklich verkürzt, könnt ihr auch weitermachen. Ne? Aber Frau Wissler, Sie hatten das Wort. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Und ob die Frage Landesmindestlohn, natürlich kann man das auch machen. Das steht in einigen Vergabegesetzen, gibt es Landesmindestlöhne. Ja, es ist durchaus möglich, das zu machen. Und das wäre eben auch gerade in einer Region wie, oder in einem Land wie Hessen sinnvoll. So, und jetzt geht es um die Frage der Freiwilligkeit, ja, beziehungsweise um die Frage der Kontrollen. Naja, es hat halt nur wenig Sinn, eine Regel einzuführen und sie einfach nicht zu kontrollieren. Und das haben wir doch im Moment. Im Moment haben wir die Situation, dass Unternehmen sagen, ja, ja, machen wir. Ja, sie verpflichten sich schriftlich, dass sie das alles einhalten, und dann gibt es zu wenig Kontrollen. So, aber wissen Sie, Herr Dr. Naas, das ist ein bisschen so, als wenn Sie jetzt allen Autofahrern die Straßenverkehrsordnung vorlegen und sagen, bitte versichert uns mal schriftlich, dass ihr euch daran halten werdet. Und dann können wir alle Verkehrskontrollen abschaffen, dann können wir alle Blitzer abmontieren, weil die Leute haben sich ja schriftlich verpflichtet. Gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Die FDP würde vermutlich auch noch sagen, machen wir so. Ja, weil an der Stelle, ihr voriger Wirtschaftsminister hat ja in der Tat mal Blitzer abgebaut. Ja, aber das zeigt doch die Logik. Also natürlich halten sich Leute nicht zwangsläufig an Regelungen, nur weil sie sagen, sie halten sich an Regelungen. Und natürlich muss es eine Form von Kontrolle geben. Ja, selbstverständlich muss das sein. Und wenn man ein Gesetz und wenn man Vergabegesetze nicht kontrolliert, dann werden sie einfach nicht, wird das eben auch nicht eingehalten. Das alles haben wir in unserem zurückliegenden Gesetzentwurf vor knapp 2 Jahren gefordert. Vieles von dem fordert die SPD jetzt auch in einem. In ihrem, ja, wir finden die eine oder andere Formulierung etwas weicher als bei uns. Wo ich glaube, da waren wir die Ersten, die es eingereicht haben. Aber ich will mich darüber nicht streiten. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Vergabegesetze ich eingereicht habe. Ist auch nicht der Punkt. Es gibt ein paar Formulierungen, die bei uns einfach ein bisschen schärfer waren. Aber in der Anhörung ist ja auch von den Gewerkschaften noch ein Verbesserungspotenzial ausgearbeitet worden. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, über den ich jetzt streiten will. Wir hätten ein paar andere Sachen, anders geschrieben. Aber ich habe ja gesagt, es bleibt ein Schritt in die richtige Richtung. Der SPD-Entwurf wäre eine deutliche Verbesserung zum Status quo. Und deswegen machen wir es wie die FDP. Wir stimmen einem Gesetzentwurf zu und lehnen einen ab. Aber es ist halt der Gesetzentwurf der FDP, den wir ablehnen. Und das haben Sie auch so erwartet, weil es einfach ein schlechter Gesetzentwurf ist. Dem Gesetzentwurf der SPD stimmen wir zu und sind dann mal gespannt, was Schwarz-Grün dann irgendwann mal vorlegt. Und vor allem sind wir gespannt, wann Sie es vorlegen, weil das wäre natürlich auch wichtig, wie wir dieses Gesetz irgendwann novellieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Ja, Herr Staatsminister Al-Wazir, ich darf Ihnen für die Landesregierung das Wort erteilen. Ja, genau. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, auch die Landesregierung will ein praxisgerechtes, den fairen Wettbewerb stärkendes und im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges Vergabe- und Tariftreuegesetz. Und natürlich ausdrücklich, wir wollen auch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die öffentliche Aufträge erfüllen, regelkonform und mit fairen Löhnen beschäftigt werden. Und die spannende Frage ist, wie stellen wir das sicher? Ich will das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Ich halte beide Gesetzentwürfe in dieser Frage mit den vorgeschlagenen Instrumenten nicht für die richtigen mit ihren Regelungsschwerpunkten. Denn wenn Sie sich, vielen Dank, wenn Sie sich die beiden, wenn Sie sich das geltende hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz anschauen,
und dann die Gesetzentwürfe daneben legen, dann werden Sie feststellen, dass sie entweder rechtlich nicht umzusetzen sind oder die Auftragsvergabe unangemessen kompliziert machen. Und über die Anhörung ist schon vieles gesprochen worden. Da hatten wir ja denkwürdige Stellungnahmen, und zwar aus allen möglichen Richtungen. Jetzt ist es wahrscheinlich so, das ist in der Natur der Sache, dass man niemals einen Gesetzentwurf vorlegen kann, der wirklich alle zufriedenstellt. Aber man sollte sich schon Gedanken machen, wenn am Ende die Wahrnehmung so ist, wie es teilweise war, ob das eigentlich so richtig ist. Und ich will das vielleicht mal sagen. Die Gesetzentwürfe, über die wir hier reden, sind ja irgendwie konträr an dieser Stelle. Das ist ein Teil vielleicht auch des Punktes. Und bei den sozialen und ökologischen Kriterien ist es auch bei Ihnen so gewesen, der EPN, den ich mal nennen will, also das Entwicklungspolitische Netzwerk, denen ging das nicht weit genug. Städte- und Gemeindebund haben es abgelehnt. Und ich will vielleicht an dieser Stelle sagen, ja, man kann es niemals allen recht machen, aber wenn man so eine Rückmeldung bekommt, dann sollte man durchaus noch einmal darüber nachdenken. Und ich will das an dieser Stelle mal sagen. Was die Nachhaltigkeitskriterien angeht, Herr Naas, ich finde, dass Nachhaltigkeitskriterien unser politisches Handeln bestimmen müssen. Das finde ich ausdrücklich. Und dass wir uns Gedanken machen müssen für die Frage, wie man das am Ende ins Gesetz so bringt, dass es eine nachhaltige, und zwar im wahren Sinne des Wortes, Wirkung hat und trotzdem noch umsetzbar ist. Das ist die große Aufgabe, um die es geht. Herr Naas? Eine einfache Vergabe. Wissen Sie, wir haben lange über die Novelle des Friedhofsgesetzes mal geredet, weil wir mal an dieser Stelle Gemeinden die Möglichkeit geben wollten, auch mal zu zeigen, dass es ihnen nicht egal ist, ob die Grabsteine auf ihren Friedhöfen mit Kinderarbeit gemacht werden oder nicht. Finden Sie das egal? Ich finde das nicht egal, Herr Naas. Ich finde das nicht egal. Also, man muss sich an dieser Stelle anschauen, zu sagen, was man da intelligent und rechtssicher verankern kann. Das ist sozusagen die andere Seite, weil man darf die Vergabeverfahren nicht rechtsunsicher machen. Man darf auch Vergabesachbearbeiter und die Wirtschaft nicht vor unlösbare Aufgaben stellen. Das ist die andere Seite der Medaille. Deswegen sind Nachhaltigkeitskriterien wesentliche Aspekte des öffentlichen Einkaufs. Sie können natürlich immer nur fallbezogen gefordert werden. Das ist am Ende die große Aufgabe, vor der wir stehen. Ich will vielleicht bei der Frage des SPD-Gesetzentwurfs an dieser Stelle zwei Beispiele nennen, wo die Landesregierung jedenfalls der Auffassung ist, dass das nicht zielführend ist. Sie wollen eine eigene Prüfbehörde. Das ist eigentlich immer der erste Punkt, den Kollegin Barth nennt. Sie wollen bei Streitigkeiten den Verwaltungsrechtsweg eröffnen. Beides ist nicht klug. Erstens, was die Prüfbehörde angeht, niemals vergessen, die Regelungskompetenz für das Arbeits- und Tarifrecht hat der Bund. Wenn wir in Hessen etwas regeln wollen, dann geht das nur vertragsrechtlich, nicht hoheitlich. Und folglich können wir auch nicht hoheitlich prüfen. Eine neue hessische Prüfbehörde würde keinen Sinn machen, weil an dieser Stelle könnte sie am Ende immer nur wieder diejenigen aufmerksam machen auf Verstöße, die zuständig sind. Und das ist in diesem Fall die Bundesregierung. Ich will das an dieser Stelle sagen. Ich bin da unverdächtig, weil ich habe schon Briefe an Wolfgang Schäuble geschrieben, als der noch Finanzminister war, und um Aufstockung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gebeten. Genauso mache ich das auch in Richtung Olaf Scholz. Ich finde an dieser Stelle, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit gestärkt gehört, dass sie nicht nur zusätzliche Stellen braucht, sondern dass diese Stellen dann auch besetzt werden müssen und dass diese Leute schlicht ihre Aufgabe erfüllen müssen. Das ist am Ende die Aufgabe, die vor uns steht. Und wenn Sie den Verwaltungsrechtsweg eröffnen, Frau Barth, dann bitte, bitte, also wenn man sich für ein Nachprüfungsverfahren entscheidet, dann bitte nicht für die Verwaltungsgerichte. Das haben auch die Anzuhörenden, wie ich finde, zu Recht gesagt. Erstens, Verwaltungsgerichte haben keine Kenntnis im Vergaberecht. Dann sind sie zeitintensiv, Verwaltungsgerichtsverfahren. Beschleunigtes Verfahren wie im Oberschwellenbereich bei den Vergabekammern gibt es bei den Verwaltungsgerichten nicht. Und im Übrigen
Also, wenn Sie mal ein bisschen schauen, wie wir da inzwischen in Verfahren sind und sich dann überlegen, wie man das in die Realität umsetzen sollte, dann müssten Sie selbst zugeben, dass das so sicherlich keinen Sinn macht. Und beim FDP-Gesetzentwurf, wenn ich das mal so sagen darf, ist aus unserer Sicht so, wissen Sie, bürokratische Hürden abzusenken, das sagt sich immer leicht. Und dann, wenn es im Konkreten umzusetzen ist, dann wird es kompliziert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Und an manchen Punkten wird es sogar, sozusagen, wenn man es zu Ende denkt, noch komplizierter, weil Sie haben in Ihrem Gesetzestext zum Beispiel drin, und Sie denken, das ist ein Beispiel sozusagen der Entbürokratisierung, dass man nicht mehr das elektronische Verfahren zur Pflicht machen soll, sondern dass man den Unternehmen die Nutzung des rein elektronischen Vergabeprozesses freistellt. Jetzt denken Sie das einmal zu Ende. Angenommen, Sie haben 5 Firmen, die sich bewerben, 4 machen das elektronisch, und einer gibt 5 Aktenordner ab. Was meinen Sie, was das am Ende für das Vergabeverfahren bedeutet, wie man sozusagen diese Aktenordner am Ende ins elektronische Verfahren wieder reinbringt? Was das dauert, das will ich Ihnen an dieser Stelle sagen. In der Praxis würde das für die Verwaltung bedeuten, einen riesigen Aufwand. Es würde am Ende bedeuten, dass es sehr viel länger dauern wird. Und am Ende des Tages, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, haben Sie doch einmal erklärt, Digitalisierung first oder so ähnlich. Und da finde ich es ein bisschen komisch, wenn Sie zurück zum Aktenordner wollen. Das macht an dieser Stelle keinen Sinn. Also, unterm Strich, ja, wir arbeiten mit Sorgfalt, aber auch mit Druck an der Novellierung des HVTG. Das bestehende Gesetz funktioniert. Insofern ist völlig klar, wir müssen es nicht neu erfinden, aber wir wollen es noch besser machen. Wir wollen die Regelungen zu Tariftreue und Mindestlohn noch weiter verbessern. Und ja, Frau Barth, wir diskutieren das in der Koalition. Wir arbeiten vertrauensvoll miteinander. Das ist an dieser Stelle vielleicht für Sie etwas Neues. In der Bundesregierung schickt man sich ja gegenseitig Briefe von einem Minister zum anderen. Das machen wir so nicht. Das machen wir auch in der Koalition nicht so. Wir arbeiten da anders, und das ist auch gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, wir wollen die Regelung zu Tariftreue und Mindestlohn noch weiter verbessern. Wir wollen das Gesetz so ausgestalten, dass es mit der einzuführenden Unterschwellenvergabeordnung kompatibel ist. Wir wollen die Möglichkeiten nutzen, die das neue Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz geschaffen hat. Wir wollen die Grundlagen für eine effiziente Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit schaffen. Das ist an dieser Stelle wichtig. Und wir wollen auch völlig neue Nachweis- und Kontrollinstrumente in Bezug auf Mindestlohn und Tariftreue einführen. Und wir wollen die rechtssichere Anwendung sicherstellen, indem wir Auftraggeber und Unternehmer verstärkt unterstützen und Vergaben effizienter als bisher machen können. Und das Ganze natürlich, ich hatte es am Anfang gesagt, auch mit der Möglichkeit bzw. was die eigenen Bereiche angeht, dem Grundsatz, dass Nachhaltigkeitskriterien anzuwenden sind. Weil, das habe ich bei der ersten Lesung gesagt, das sage ich auch jetzt hier, Sie müssen immer sehen, dieses Gesetz, das wir hier machen, das muss am Ende Hessen Mobil anwenden. Das muss das LBIH anwenden, das muss auch die Vergabestelle der Stadt Frankfurt anwenden. Aber es müssen auch die Gemeindeverwaltungen von Weißenborn und Schwarzenborn anwenden. Und das genau ist sozusagen die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und die können sich keinen leisten, der den ganzen Tag nur Vergaben macht. Und deswegen glaube ich, wir werden in den nächsten Monaten diese Debatte erneut führen. Und dann werden wir ein gutes Ergebnis bekommen, da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt zu den Tops 7 und 8. Alles Weitere machen wir dann im Abstimmungsblock.